immer Kino, denn gestern gab es in Niedersachsen sogar eine, man kann sagen, Welturaufführung. Der dritte Teil einer Science-Fiction-Serie, die die plattdeutsche Gruppe Die Filmemoker in Suling und Umgebung gedreht hat. Mehr als 10.000 Menschen haben sich über die ersten beiden Teile schon köstlich amüsiert. Und mit 160 öffentlichen Aufführungen auch weit außerhalb der Region waren die Hobbyfilmer sehr erfolgreich. Nun also der Streifen Dat mogt wie gestern, eine Satire über die 60er-Jahre-Serie Time Tunnel. Henning Orth sah gestern bei der Premiere ganz, ganz großes Kino. Es ist fast wie in Hollywood. Ach was, es ist Hollywood-Feeling. Als die Crew der Sulinger Filmemacher, auf Plattdeutsch Filmemoker, in Diepholz gestern Abend ihre Aufwartung macht. Die Premiere des letzten Teils ihrer Science-Fiction-Trilogie mit dem Titel Dat mog wie gestern wird hier richtig gefeiert. Wenn das Publikum nachher positiv reagiert, ist es sicherlich eine Anerkennung. Ne? Andersrum, Anerkennung war es auch schon, diesen Film überhaupt machen zu können. Durch die Filmförderung von Nordmedia, durch unsere Sponsoren. Das ist schon irgendwo, man kann das nicht erwarten, dass Hobbyfilmer über 100.000 Euro an Sponsorengeldern bekommen, um einen Film zu machen. BIS, die Buhren in Schwatt. So heißt die Organisation, die auch im dritten und letzten Teil der plattdeutschen Science-Fiction-Reihe den Sulinger Bauern einen heiklen Auftrag erteilt. Und der führt sie durch Raum und Zeit. Ich bringe eine Astrobuhren. Tief unten in Niedersachsen liegt sie, die STR. Die Sulinger Tietröhren, die Zeitröhre. Anspielungen an die Serie Time Tunnel aus den 60ern sind zwar gewollt, aber offiziell nicht erwünscht gewesen. Das war den Sulingern aber egal. Die Tietröhren. Wir wollten die Röhre auch den Oval machen, wie im Original. Und da haben wir den auch einen bösen Brief, wir haben nachgefragt bei 20th Century Fox, da haben wir den bösen Brief zurückgekriegt. Nichts benutzen, kein Logo, gar nichts. Und dann haben wir ihn halt fünfeckig gebaut. Tiefluftgeneratoren aim mit Fiebe sind Inschalt. Laut Drehbuch sind einige Sulinger aufgrund eines Rechenfehlers der Zeitröhre in vergangenen Zeiten gelandet. Also reisen zwei heldenhafte Dorfbewohner hinterher, um sie zurückzuholen. Dabei geht es zum Beispiel ins Mittelalter und zu einem Robin Hood der etwas anderen Art. Mein Fröne sagt Robert Hood. Oh. Moin moin in Sherwood Forest. Und sie landen im Wilden Westen, wo sie sich mit korrupten Sheriffs auf ihre ganz eigene Sulinger, sagen wir mal Kneipenart, duellieren. Kannst du auch noch irgendwas anders als shaken? Von mir ut, sögt du die Waffen ut. Anleihen an Kinofilme wie zum Beispiel Zurück in die Zukunft sind unübersehbar, wie der raum- und zeitfahrende VW Käfer, der dann am Ende doch recht traditionell mit den Sulingern wieder in die Gegenwart zurückfliegt. 450 Premierengäste sind am Ende begeistert vom Spleen der plattdeutschen Science-Fiction. Zeigt ja so richtig die Inbrunst und die Schauspieler haben mit alles gegeben, haben sich gut verkauft. Der erste Teil war schon klasse. Und dann wird man süchtig und man muss einfach sich die weiteren Teile ansehen. Und das hat sich wirklich gelohnt heute Abend. Na, das motiviert doch. Und was kommt als nächstes von den Filmemokers? 007? Ja, Sam, 007. Nee, James Bond weiß ich nicht. Wir hatten auch schon mal die Idee, Sherlock Holmes auf Platt. Es gibt ja unheimlich viel, man kann eigentlich alles auf Plattdeutsch machen. Wir dürfen also gespannt sein, was sie hier in Suling bald wieder drehen. Denn eines ist gewiss. Ein Buhr muss tun, was ein Buhr tun muss. Das ist eine Weisheit. Ja, also gute Laune zumindest scheint bei den Filmemokern ja immer garantiert. Ausgesprochen böse kann man dagegen werden, wenn man